Wohltat oder Schimmelschleudern, wir schauen uns diese beiden Mini-Klimaanlagen mal im Vergleich an. Wer uns schon etwas länger folgt, wird wahrscheinlich gesehen haben, dass ich mir diese Mini-Klimaanlage schon angeschaut habe. Deswegen tun wir die erstmal zur Seite und gucken, was wir hier bei dieser etwas größeren haben. Wir haben hier oben einmal einen Ein- und Ausschalter. Hier kann man die Intensität in 3 Stufen regeln. Und es ist auch wieder eine LED verbaut, die man hier ein- und ausschalten kann. Hier kann man dann noch Wasser einfüllen. Das ist das gleiche Wirkprinzip wie bei der anderen Mini-Klimaanlage. Man füllt Wasser ein. Hier drin sind dann so Schwämme oder Tücher, wie auch immer man das nennen möchte. Die saugen sich mit Wasser voll und mit Hilfe eines Lüfters, der da drin ist, verdunstet dann das Wasser. Und durch diese Verdunstungskälte wird man eben gekühlt. Einen ganzen Raum kann das nicht kühlen. Im Endeffekt erhitzt es wahrscheinlich sogar den Raum und durch das verdunstende Wasser steigt natürlich auch die Luftfeuchtigkeit. Seid euch darüber also bewusst. Ihr werdet mich wahrscheinlich in den Kommentaren auch wieder dafür steinigen, dass das Ganze nicht funktioniert und bla. Ja, wenn man davor sitzt, das Fenster vielleicht auch dabei auf hat, um Durchzug zu haben, ist das am Schreibtisch zumindest, finde ich, eine sehr, sehr coole Sache. Das Ganze betreibt man dann über Micro-USB, genau wie die andere Mini-Klimaanlage. Ihr könnt also auch easy eine Powerbank da dran hängen. Und was mir als erstes jetzt auffällt, ist, dass sie, zumindest wenn ich mich richtig erinnere, deutlich lauter ist als die andere Tischklimaanlage. Das werden wir uns gleich mal noch genauer angucken. Das ist jetzt die niedrigste Stufe, das die höchste. Das ist also schon ziemlich laut für mich. Ich glaube, ich könnte dabei nicht schlafen, wenn ich das nachts laufen lassen wollen würde, neben meinem Bett. Und auch am Arbeitsplatz finde ich es schon grenzwertig, gerade wenn man mit Kollegen zusammensitzt. Die mittlere Stufe geht, aber eigentlich lautstärkemäßig ist selbst die niedrige schon echt nicht super leise. Hier vorne seht ihr, es haben wir die LED, die können wir ein- und ausschalten. Hier nur eine Farbe, bei der anderen waren es ja mehrere Farben, die gewechselt haben. Und was hier anders ist, wir haben hier auch wieder diese Lamellen, die wir verstellen können. Aber diesmal ist der Lüfter vorne und bläst quasi so durch. Und hier hinten sind diese Tücher. Bei der anderen war es ja genau umgekehrt, dass der Lüfter auf die Tücher drauf bläst. Und hier zieht er eben Luft von den Tüchern weg, was höchstwahrscheinlich nicht ganz so effektiv sein wird. Wir schauen uns das jetzt auch mal mit so einem Wettertemperatur-Messgerät-Dingsi an. Hier die Temperatur und hier die Luftfeuchtigkeit. Ich lasse das Ganze jetzt mal für eine Minute auf höchster Stufe laufen, schau mal, was passiert und melde mich danach zurück. Okay, wir hatten jetzt hier gerade eben 31,6, wir haben immer noch 31,6 Grad und die Luftfeuchtigkeit war auf 41%, jetzt haben wir 42%. Es ist also in der Tat echt nur die Luftfeuchtigkeit gestiegen und auch der Kühlungseffekt ist für mich nicht ganz so stark wie bei der anderen. Wir machen jetzt auch damit mal den Vergleich. Ich werde auch die auf voller Stufe für eine Minute laufen lassen und gucken, was passiert und melde mich dann wieder zurück. Wir hätten hier gerade 31,5 Grad Celsius und 49% Luftfeuchtigkeit. Man sieht also, die Luftfeuchtigkeit ist um knapp 5% gestiegen, dafür aber auch fast um 1 Grad kälter geworden. Die Lautstärke ist auch deutlich geringer als bei dem anderen Teil. Letztlich haben wir hier 2 Luftbefeuchter. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche von den beiden ihr besser findet. Oder wenn ihr der Meinung seid, dass man diese Dinge auf keinen Fall benutzen sollte, schreibt mir gerne auch mal kritisch, warum. Und mein Favorit ist definitiv hier die kleine. Denn die größere ist einfach lauter und kühlt mich nicht so stark. Nachteil an der kleinen ist aber eben auch, dass die Luftfeuchtigkeit deutlich schneller steigt als bei der großen. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, hier geht es weiter zum nächsten Video. Direkt darunter könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren. Lasst uns doch ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.